Jo, Freunde, heute zum Test von dem Pelé Sports Trinity 3 EFG, gesponsert von Zopfball. Heftiger Schuh und so bestimmt auch ein heftiger Test und viel Spaß dabei. Der wird scheiße. Ja, stark, ja, stark. Der wird scheiße. Ja, stark, ja, stark. Peace, Fußballfreunde, Mädchens und Jungens. Das war das Testvideo von dem Pelé Sports Trinity 3 EFG. Jetzt noch kurz ein Abschlussgespräch. Hier ist der Schuh drin. Zeigen wir euch nochmal, ich stelle mal hier hin nochmal zur Anschauung. Gehe ich nochmal schnell die einzelnen Kategorien durch. Style, auffallender Schuh. So ein Trick nicht jeder, hat einer von unseren Abonnenten gepostet, kann ich mir hier einblenden. Muss ich echt sagen, das stimmt. Schuhe sehen geil aus, geiles Design. Die Stollen. Man hat einen sehr starken Halt im Boden, das merkt man auch. Wir haben extra in einem matschigen Boden gespielt, damit man es auch richtig gut merkt, und es ist echt ein guter Halt im Boden. Man macht präzise Pässe, präzise Flanken, hat eine echt gute Ballkontrolle. Und dann noch zu den Free Kicks. Ihr habt es ja gesehen nach dem Video hier oben. Der wird scheiße. Ja, stark, ja, stark. Der müssen wir sicher anschauen. Also nach dem Schuss hier, der war einfach nur crank. Und man macht echt heftige Flatterbälle, heftige Curves, heftige Lupfer und auch gute Fallrückzieher. Und ja, also ich kann euch echt empfehlen, den Schuh zu kaufen. Ich finde ihn so geil, ich werde jetzt nur mit dem spielen eigentlich. Ich habe jetzt ja andere paar Schuhe auch noch daheim. Aber ich bevorzuge auf jeden Fall diesen Schuh hier. Danke nochmal Zopfball, dass sie uns den Schuh gesponsert haben. Hier nochmal Pelé Sports, Zopfball und danke. Gibt's Zopfball ein Like auf Facebook. Und jetzt noch ein kleiner Abschiedsspruch. Die rechte und die linke machen beide. Winke.